Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spielt Kanal. Heute gibt es tatsächlich den Lebenssimulator und ich bin mal sehr gespannt. Wir müssen jetzt hier tatsächlich als Spermium irgendwie anfangen zu existieren. Wir haben blaue Augen, leider gibt es keine braunen Augen. Also ich habe braune Augen. Okay, das müssen wir jetzt mal. Jetzt müssen wir gefährliche andere Spermien besiegen. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall fertig und jetzt fangen wir gleich an zu existieren. LOL, okay, das sind wir. Wir sind tatsächlich leider ein Mädchen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir ein Junge sein können. Aber gut, dann nennen wir uns jetzt... Wir nennen uns jetzt einfach Celine, wie meine Freundin, oder? Was meint ihr? Ja, komm, wir nennen uns Celine, wie meine Freundin. Und jetzt müssen wir nochmal ein schönes Familienfoto machen. Zack, Freunde, an der Stelle lasst übrigens gerne ein kostenloses Abo da hier auf dem Kevin Spielt Kanal. Gebt auch gerne einen Daumen nach oben. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ich auch nochmal eine weitere Folge hier von dem Lebenssimulator bringen soll. So, jetzt müssen wir mal aussuchen. Wir nehmen solche pudeligen Haare. Wir nehmen den lilanen Sombrero, wollte ich gerade sagen. Das lilane Outfit, so einen komischen Hut. Hä? Und dann nochmal solche Haare. Hey, Jemini, ich weiß gerade nicht ganz genau, was jetzt hier passiert ist. Aber das ist jetzt meine Freundin. Okay, und wir müssen jetzt hier anscheinend irgendwie diesen Schlüssel fangen. Hallo, auf dem Kevin Spielt Kanal zocke ich ja schon echt sehr, sehr viele coole verschiedene Spiele. Und heute will ich euch ein neues, richtig geiles Game vorstellen. Und zwar The Ants Underground Kingdom. Das ist tatsächlich das allererste Mobile-Strategiespiel, das sich nur um Ameisen dreht. Seit es im Mai 2021 veröffentlicht wurde, gab es schon über 35 Millionen Downloads. Aber was kann man in dem Spiel überhaupt machen? Man befindet sich im Ameisenhaufen. Und das ist so ein bisschen ein Ameisen-Simulationsspiel. Es gibt im Spiel auch das sogenannte Gacha-System, wo ihr verschiedene spezielle Ameisen freischalten könnt, die unglaublich cool sind. Und zu guter Letzt könnt ihr euch auch aus eurem Ameisenhaufen herausbewegen und findet dort ein reiches Ökosystem wieder. Ladet euch gerne The Ants kostenlos über den Link in der Videobeschreibung herunter. So, okay. Und wir sind jetzt anscheinend schon... Eieiei, okay, warum guckt sie so komisch? Das sieht sehr gruselig aus. Celines erstes Dress-up, oh je. Wenn meine Freundin dieses Video hier sieht, die wird sich auch nur so denken, Kevin, was hast du hier schon wieder gemacht? Okay, jetzt müssen wir hier so Bücher einsammeln. Also wir müssen hier jetzt ein bisschen lernen. Oh Gott, ist das schwer, die Bücher einzusammeln. So, jetzt gehen wir natürlich hier lang. Ich hoffe mal, wir sammeln jetzt hier genug Bücher ein. Oh, und jetzt kommt hier die Schulbewertung. 4 minus, 3 plus, 2 plus. Oh, A plus ist eine 1 plus. Das ist sehr gut. Ah, sehr schön. Okay. Jetzt sind wir tatsächlich schon in der Grundschule, in der Schule. Ich weiß nicht so genau. Wir machen jetzt wieder ein Foto. Immer schön lächeln auf den Fotos. Leute, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Jetzt sind wir jetzt mit der Schule schon fertig. Wenn ja, dann war es ja extrem schnell. Das schauen wir jetzt mal. Es geht auf jeden Fall weiter. So, ich würde sagen, wir nehmen Fußball. Keine Ahnung. So, Fußball ist auf jeden Fall positiv. So, und ich denke mal, wenn wir jetzt die Gitarre nehmen, ist das negativ. Oh, jetzt sind wir so sogar im Nationalteam oder was? Ah, schade, wir haben es nicht ganz bis ans Ende geschafft und haben, ja, 2 Sterne bekommen. Oh, jetzt bin ich jetzt Fußballprofi oder was? Das ist ja cool. Ich denke mal, meine Freundin hätte wahrscheinlich eher die Gitarre gewählt, aber gut. Okay, jetzt kommt das nächste Level. Ich bin mal sehr gespannt, was uns jetzt hier noch erwartet. So, oh, wir müssen ein neues Baby machen. Okay, dann... machen wir jetzt mal ein neues Baby. Aha, was ist das denn jetzt hier? Jetzt können wir hier am Anfang uns so Boosts kaufen, oder was? Ich mache jetzt hier mal einfach solche... Ich aktiviere jetzt hier einfach mal diese Boosts. Gehen hier wieder links hin. Ich werde jetzt... Ah, jetzt machen wir einen Jungen. Ah, okay. Warte mal, wir haben rote Haare. So. Okay. Okay, ich weiß es nicht hier ganz, was Sache ist, aber ich glaube auf jeden Fall, jetzt machen wir einen Jungen. Okay, braune Augen und den nenne ich jetzt auf jeden Fall Kevin. Jetzt müssen wir hier mal ganz kurz einmal wieder die anderen besiegen. So, und zack. Okay, sehr gut. Und einer schafft es ans Ziel und dann entstehe ich das Ei. Junge, das bin jetzt einfach ich. Wie geil. Warte mal, ich nenne mich jetzt mal... Das ist das Eikind. Das ist einfach das Eikind. Lass einmal ein schönes Foto machen. Zack. Ja, meine Eltern haben einfach rote und blaue Haare. Wie cool. Jetzt müssen wir anscheinend auch mit ihm hier die ersten Jahre durchleben. So, wir nehmen diese Frisur. So, jetzt sammeln wir mal ganz kurz die ganzen Gems ein. Wir gehen das Auto. Ich würde sagen grün. Und was ist das? Ich kann es nicht erkennen. Ach so, so ein Hut. Junge, was sind denn das
für Styles hier? Das ist ja ganz verrückt. Okay, so, wir sind super süß. Das muss ich aber auch sagen. So ein super süßes, creepy Kind. Also schon ein bisschen gruselig, ich bin ehrlich. Aber gut. So, jetzt müssen wir auch als nächstes in die Schule gehen. Als nächstes müssen wir mit dem Ei-Kind auch in die Schule gehen. So, einmal schön die ganzen Schulbücher einsammeln, damit wir am Ende auch eine gute Note bekommen. So, und zack. Oh, das ist ja wieder vorbildlich. Also, unser Ei-Kind, das macht auch gute Fortschritte. Sieht ein bisschen aus wie das Sams, nur mit blauen Haaren. Ihr seht jetzt hier mal ganz kurz das Sams eingeblendet. Vielleicht kennt ihr es noch. Das war früher so ein Film, als ich kleiner war. Das war auch ganz verrückt. Der hat Teller gegessen. Ganz komischer Dude. So, wir wollen Astronaut werden, ganz klar. Und jetzt müssen wir natürlich die Astronaut-Sachen einsammeln. Und wir müssen hier trainieren. Ah, schade. Okay, wir sind... Doch, wir haben es, glaube ich, geschafft. Wir sind Spaceman. Spaceman ist ja der, der ins Weltall geht. Haha, Junge, wie cool. Hä, ich bin jetzt einfach Astronaut geworden und ich war gerade in der Grundschule. Wie geil. Also, ich weiß nicht, ob ich unser Ei-Kind besser finde oder ob ich Celine besser finde. Es geht auf jeden Fall jetzt weiter. Bin mal gespannt, ob wir jetzt noch ein Kind machen oder ob wir jetzt... Warte mal, wir können jetzt hier auf Bild gehen. Können wir jetzt ein Haus bauen? Hä? Wir können jetzt ein Haus bauen. Was? Was passiert denn jetzt? Ich verstehe gar nichts mehr. Okay, also anscheinend müssen wir jetzt hier unser Haus bauen. Und was ist das hier? Das ist noch ein Haus. Ah, da wohnt meine Freundin. Hallo, Celine. Hallo, wie geht's? So, was ist hier los? Ah, da müssen wir so Schweine platzieren. Hier müssen wir noch was bauen. Da müssen wir... Wohnt da ich? Das Ei-Kind? Oh, ich habe keine... Hä, der kann... Der sagt gar nichts. Ich habe aber keine Münzen mehr. Keine Gems. Leute, wir müssen noch ein Baby machen. Was ein Teufel-Baby. Lol. Einfach ein verdammtes Teufelbaby. Okay, wir nehmen wieder einen Jungen. Lol, okay, den machen wir dann auch rot. Und wir machen den mit roten Augen. Ach du Kacke, sieht der creepy aus. Oh mein Gott, schaut mal nach oben rechts. Ist einfach so ein Teufelkind. Oh mein Gott, das sieht ganz gruselig aussehen. Teufelkind, roter Kopf. Und blonde Augen und rote Augen. Blonde Haare und rote Augen. Digga, ich verstehe irgendwie nicht so ganz, was jetzt hier der Plan in dem Spiel ist. Aber es ist auf jeden Fall... Was? Oh mein Gott, das ist einfach das Teufelchen. Das ist jetzt einfach das Teufelchen. Wie creepy auch mein Dad aussieht, der hat so Hörner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ob wir jetzt die ganze Zeit so Kinder machen müssen? Und ob wir diese Sachen jetzt erst... Ah ne, jetzt können wir auf nächstes Level gehen. Jetzt kann ich ein Auto bekommen, oder was? Ich will jetzt ein Auto haben. Hä? Hä, ich muss... Warum muss ich jetzt die ganze Zeit neue Kinder machen? Ich bin verwirrt. Digga, wieso muss ich die ganze Zeit neue Kinder machen? Hallo? Habe ich jetzt nicht genug Kinder? Ich habe jetzt schon ganz viele Kinder. Jetzt habe ich das vierte Kind schon. Also ich weiß nicht, was meine Freundin dazu sagt, Freunde, wenn ich ihr erzähle, dass ich jetzt schon vier Kinder gemacht habe. So, den müssen wir jetzt auch wieder ausrüsten. Mann, das Ei-Kind. Ich möchte, dass das so weiter sich entwickelt. So, jetzt muss ich so einen Controller einsammeln. Ich nehme mal diesen Regenschirm. Hä, und dem Kind haben wir noch gar keinen Namen gegeben, oder? Diesem neuen Kind hier. Ich weiß gar nicht, wie ich den nennen soll. Ist das jetzt ein Junge, ne? Hä, der hat nicht mal einen Namen. Hä? Der hat nicht mal einen Namen. Und bei dem kann ich auch keine weiteren Level machen. Oh Gott, ich bin ganz verwirrt, Freunde. Ganz verwirrt. Ah gut, wir spielen jetzt einfach mal das Level weiter und gucken mal, was als nächstes passiert. Oh, ich glaube, er schneidet am schlechtesten ab. Ah, nee, doch nicht. Er hat nicht mal einen Namen. Der Arme. So, und dann wird auch nochmal ein Foto gemacht. Kann ich jetzt irgendwie mal zu meinen anderen Kindern gehen? Kann ich hier irgendwie... Ich kann nichts machen, ne? Ich gehe mal Level überspringen. So, wir gehen jetzt mal wieder zu ihren Häusern zurück. Kann ich jetzt hier zu Celine? Hä, ich kann Tomaten einfach pflücken. Ey, dieses Game macht mich schon... Es verwirrt mich schon sehr. Was passiert, wenn ich jetzt hier diese ganzen Tomaten abgebe? Was passiert dann jetzt? Jetzt habe ich einen Schlüssel bekommen. Den kann ich jetzt hier einsetzen, ne? Und jetzt kriege ich hier diese Truhe und habe ganz viele Juwelen und einen Hut. Mann, ich will Celine wieder spielen. Lass mich doch Celine spielen. Warum habe ich jetzt Pilze in der Hand? Muss ich jetzt hier irgendwas bauen? Hier ist jetzt so ein Beauty-Salon. Ich kann jetzt meine Haare anders aussehen lassen. Wo muss ich das denn jetzt hinbringen, diese Pilze? Muss ich die hier hinbringen? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich muss wieder ein Baby machen. Hä? Jetzt muss ich so ein grünes Baby machen. Okay, wir müssen jetzt das nächste Baby machen. Diesmal würde ich sagen, machen wir ein Mädchen. So, okay. Also...
Tatsächlich würde ich gerne, falls ihr Bock habt, auch nochmal eine zweite Folge machen, wo wir dann herausfinden, was passiert, wenn wir dann diese Autos und so weiter freischalten. So. Oh, warte mal, wir müssen angreifen. Okay, zack. Unser nächstes Baby ist tatsächlich lila und hat so pinke Haare. Ey, unsere Mom ist irgendwie, also wenn unsere Mom die Grüne ist, die hat ja jeden Tag gefühlt einen anderen Dude. Warte mal, das Baby nennen wir jetzt, das jetzt Sandra. Und nochmal ein schönes Familienfoto machen. So, Freunde, ich würde sagen, an der Stelle war es jetzt hier auch mit dem Video. Falls ihr, wie gesagt, die anderen Level noch sehen wollt, lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert unbedingt den Kevin Spielt Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Gucken wir nochmal ganz kurz, wie Sandra hier aussieht. Wie haben sie jetzt genannt? So, das ist aber ein schönes Foto und... Ich habe euch schon in dem Video von The Ends erzählt. Downloadet das Spiel über den Link und jetzt auch dank Flexion über den Huawei Store. Die sorgen dafür, dass so coole Spiele in den verschiedenen App Stores zur Verfügung stehen. Das Coole am Huawei App Store ist, dass man dort Angebote bekommt, auch auf In-App-Käufe, wie beispielsweise für The Ends. Danke an The Ends und Huawei für die Kooperation bei diesem Video.